Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Also, was da gerade im Fernsehen läuft, ist ja wohl unglaublich, ne? Unglaublich emotional. Der Bergdoktor hat endlich einen Hustensaft für Oma Erna gefunden. Das meine ich nicht. Ich musste mit den Tränen kämpfen, Moriane. Ich meinte eher so im negativen Sinne. Wieso? Was da alles Schlimmes läuft. Karneval ist doch vorbei. Der Bachelor. Ja, das auch Karneval. Ist das nicht furchtbar? Wieso guckt man sich sowas an? Also, ich gucke jede Folge. Hä? Aber nur, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Ja, dann guck das doch nicht. Ganz schlimm ist das. Mit deiner Einschaltquote unterstützt du das Ganze ja auch noch. Schlimm. Was wird doch für ein Frauenbild vermittelt? Ekelhaft. 30 notgeile Frauen und der Bachelor darf sich dann eine aussuchen. Und wer ihm als erstes die Zunge in Rachen schiebt, hat die beste Chance auf eine Rose. Die kennen sich 10 Minuten. Und schon gibt's Zungenwrestling. Zungenwrestling? Habt ihr das früher nicht so genannt? Nö. Lippen-Yoga hieß das bei uns. So denken doch junge Mädels, das sei ganz normal, dass man beim ersten Date schon den Typen küssen muss. Oder die denken, der Mann erwartet, dass sie das tun. 2023. Und so weit läuft noch im deutschen Fernsehen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Sendechefs alle über 60 sind. Aber weißt du, welche Sendung ich noch schlimmer finde? Richterin Barbara Salisch. Germany's Next Topmodel. Oh, ja, oh, 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 oh. Da wird doch ein Schönheitsideal von der Frau vermittelt. Das hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Sehen alle aus wie so ein aufrechtgehender Spargel. Die Frau wird nur auf ihr Äußeres reduziert. Charakter zählt da gar nicht. Die Sendung ist schwierig, ja. Da werden doch junge Frauen mit Absicht sogar in unangenehme Situationen gesteckt, weil die Macher genau wissen, das gibt Streit, Geheule oder Mobbing. Und das gibt wiederum Quote. Sowas sollte man nicht gucken. Nee, nee. Du guckst das doch bestimmt auch, Moriane. Ja, aber nur, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Moriane? Was? Das sagen sie ja alle. Ist ja peinlich, ist ja ekelhaft. Aber gucken tun sie trotzdem alle. Ganz, ganz schlimm. Wie junge Frauen im deutschen Fernsehen vorgeführt werden. Unglaublich. Dann wird doch eine 16-Jährige kritisiert, weil sie von der laufenden Kamera nicht mit dem Typen rumknutschen will. Schlimm. Habe ich mir gleich 4-mal angeguckt, die Folge, weil ich das so schlimm finde. Also du. Allgemein, Schönheitswettbewerbe, fieh nicht gut. Das, sehe ich aber nicht so, Moriane. Was? Wieso? So ein Schönheitswettbewerb kann ja auch ein Karrieresprung sein, sag ich mal. Woher willst du das denn wissen? Habe ich dir das von damals gar nicht erzählt? Was denn? 97 habe ich beim großen Dieter Klüthmanns Schnitzel-Schönheitskönigin-Wettbewerb mitgemacht. Was ist der denn für ein komischer Name? Dieter hat das damals gesponsert, deswegen musste das so heißen. Und da hast du mitgemacht? Ich habe das Ding gewonnen, Moriane. Nee. Ich war, 97 war ich, Schnitzel-Schönheitskönigin von Süderbrarup. Warst du mal so ein flotter Feger, Helga? Du glaubst gar nicht, wie viele Männer mir den Hof machen wollten. Wie viele haben da denn mitgemacht? Zwei. Zwei nur? Ich und so eine Elke. Und war es ein knappes Rennen? Nö. Elke hat sich im Halbfinale Backstage an Dieters Schnitzel verschluckt. Hat ihr das Schnitzel nicht geschmeckt? Mit Dieters Schnitzel meine ich nicht sein Essen. Oh. Elke wollte den Sieg unbedingt. Ja, das glaube ich. Elke war raus, ich hab gewonnen und von da auf ging das für mich nur noch bergauf. Wirklich? So ein Schönheitswettbewerb hat auch gute Seiten, Moriane. Was war denn danach anders? Die Welt lag mir zu Füßen. Echt? Ein Tag später, ich gehe zu Bäcker Butzemann. Ja. Bestell ich mir wie immer mein Zwiebelmettbrötchen. Mit ordentlich Pfeffer. Genau. Gibt sie mir mein Zwiebelmett, guckt mir in die Augen und sagt, stimmt so. Was? Stimmt so, sagt sie. Umsonst? So. Und nun sag du mir nochmal, dass Schönheitswettbewerbe nicht auch positive Seiten haben. Unglaublich. Moriane, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Zwiebelmett auf Brötchen mit ordentlich Pfeffer. Kann ich nicht. Aber so ein schönes, zermatschtes Schwein hat auch was sich mit Dünndarm immer. Da sind auch Probleme damit. Vitamine drin für den Körper, die der braucht. Krieg Bindehautentzündung von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdad. Muckdad.